Dieses Jahr sind es jetzt 32 Jahre, seit das schreckliche System der Psychiatrie in mein Leben und ins Leben meiner ganzen Familie übelst eingedrungen ist. Meine alte Mutter, die heute nicht mehr lebt, die hat geweint, die hat gesagt, es ist kein Ekel, also hat sie in ihrem Haus gemeint, die sie nicht ausgeweint und ausbetet hat. Und ich kann es aus der Erfahrung bestätigen, ich habe viele Besuche in der Psychiatrie und Ähnlichem in der Zwischenzeit gemacht, dass das ein Leid über die Familie bringt, das enorm ist und das eigentlich so unnötig ist. Ich versuche jetzt, meine Geschichte kurz zu schildern und jeder, der ein Herz hat, ein aufrichtiges Herz, der wird verstehen, dass es furchtbar ist, was man meine Kinder und mir wesentlich angetan hat. Und alle Menschen, die es ehrlich meinen und auch was man meinem Leben als junge Frau und auch meine Kinder an Lebensfreude genommen hat. Also am 29. April, das sind jetzt über 32 Jahre, hat mein geschiedener Mann mir einen Tee gebracht. Dem ging voraus, dass er immer wieder Probleme in der Ehe gegeben hat. Ich habe immer wieder so mit ihm mich verhalten, wie wenn nichts gewesen wäre und habe mich als eigentlich fröhliche junge Frau auch dargestellt. Aber das Leid, das ist in der Zwischenzeit so groß und es gehört aufklärt, was eigentlich hinter der ganzen Sache steht. Also, ich konnte den Tee damals nicht trinken. Ich hatte Angst, wie ich sie vorher und nachher nicht kannt habe und habe einfach gemeint, mein geschiedener Mann möchte mich auf der Seite haben. Natürlich habe ich da gewisse Anhaltspunkte, andere Frauen, Mädchen, den Vertrag, den er zugunsten meiner ledigen Schwester unterschrieben hat und wesentlich meine ledige Schwester und auch, weil er seinem Vater nachgeeifert hat. Jetzt wäre das alles kein Problem. Irgendjemand hätte können aufklären, ist meine Angst berechtigt oder nicht, oder ihn wirklich auch mal einmal zur Rechenschaft ziehen, was ist eigentlich los, weil ich habe nicht nur einmal geweint und habe auch berechtigt gelitten in der Ehe und war auch viel zu gutmütig. Und jetzt, stattdessen kam am gleichen Tag Polizei und Krankenwagen. Das Schlimmste, was ich vielleicht getan habe, ihn wegen anderen Frauen oder wegen Frauen mal am Hemd gezogen. Und ich hatte dann so viel Geistesgegenwart. Das war mir einfach doch ganz bewusst, was da ist und habe den Tee dem Polizisten gegeben zur Prüfung. Doch der dachte zu dem Zeitpunkt wohl, ich komme in die Psychiatrie und leider, also meistens ist es so, ich habe kaum anderes erlebt, ist mir dann vom Recht ausgenommen. Er hat den Tee einfach in den Blumendruck geleert und hier nahm schon die Rechtlosigkeit ihren Lauf. Aber so viel haben sie dann wohl doch gesehen, dass ich nicht verrückt bin und die Einweisung ging wieder. Und ich musste aber mit dem Mann leben, ohne irgendeinen Beistand von außen, von dem ich wirklich maßlos Angst hatte. Und dass das nicht gut gehen kann, das weiß jeder. Und dann 4 unmündige Kinder. Meine Kinder sind mir in der ganzen Situation eine große Hilfe gewesen. Mein Jüngster hat mal gesagt, du bist eine liebe Mama. Und andere, die haben mich noch fertig gemacht zu der angeblichen Krankheit. Wenn ich wirklich krank gewesen wäre, dann können eigentlich alle bestraft, die mich so übelst behandelt haben. Mein geschiedener Mann mit Heimtücke, Zwang, Gewalt, später ganz massive Gewalt auch körperlich, die aber längst nicht so schlimm war wie das, wie er gegen mein Leben
im Blick auf die Psychiatrie und jetzt, wenn man einfach den Tee nimmt, vorging. Ich darf das bis heute nicht behaupten, aber das behaupte ich vor aller Welt und vor Gott und Menschen. Kein Mensch, der ein gutes Gewissen hat, verhält sich so. Ich muss seit dem Tee über 32 Jahre für Krankgelder, obwohl ich Unglaubliches geleistet habe, für Kinder erzogen, gearbeitet und die ganze üble Sache aus der Verwandtschaft über mich ergehen lassen musst, aus seiner Verwandtschaft, meiner Verwandtschaft. Wer etwas weiß, was sich dann Familie innerhalb schon abspielt, ohne Psychiatrie und das dann mit Psychiatrie noch, also das ist fast nicht auszuhalten. Aber jetzt ganz kurz den Werdegang. Dann ist also die Einweisung, die wegen dem Tee, wegen meiner Angst kam, wieder gegangen. Aber ich wurde immer schwächer. Ich konnte von ihm und seinem Einfluss nicht recht essen. Meine Angehörigen kamen, meine Mutter und ledige Schwester, da habe ich natürlich gegessen. Das stimmt einfach nicht, dass ich nichts mehr gegessen hätte. Und freilich bin ich auch hin und her gelaufen, aber das kann man auch im Film sehen, dass das jemand tut, der irgendwie Dramatisches mitmacht. Das ist noch lang keine Krankheit. Und dann kam ich auf heimtückische Weise Anfang Mai dann fort, mit der Einweisung von meinem Aushilfsarzt, der von einer Praxis kam, hier von der Praxis Hetzel. Die Frau Dr. Hetzel hat mich überhaupt nicht gesehen und der Arzt, der hat rigoros das gemacht. Er hat gesagt, er spielt nicht Dompteur und hat mich eingewiesen. Und ich war mir das nicht bewusst, dass ich in die Irrenanstalt komme, sonst wäre ich ja nie mitgegangen. Und ich weiß auch noch, wie ich aus dem Haus gelaufen bin. Ich war wahrhaftig nicht verrückt. Und dann fuhr meine ledige Schwester hinterher und er hat mich mit einem Kuss in der Irrenanstalt abgesetzt, in einem riesengroßen Schwächezustand. Jeder Mann, der noch ein bisschen ein Herz für seine Frau gehabt hätte, hätte sie so nie einfach geschwind mit einem Kuss abgesetzt, sondern hätte sich ehrlich bemüht und wäre bei ihr geblieben. Und dann bekam ich einen Kaffee, das ist absolut nicht mein Getränk. Ein so geschwächter Körper, Fleischbröckel und was alles. Das Essen ist bestimmt nicht das Schlimmste in Winnetou, das ist im Verhältnis noch im Rahmen, aber gewiss nicht für so einen geschwächten Körper. Ich hätte dringend aufbauende Kost gebraucht, Liebe, Zuwendung, mein Kind vor allem sofort. Von allen Kindern weg und von einem kleinen Kind, das ist unglaublich. Und dann wurde ich sogar noch festgebunden, obwohl ich niemand etwas getan hätte, nur vielleicht an die Tür wäre ich gegangen und hätte einfach zu meinen Kindern wollen. Und jetzt nimmt das Elend seinen Lauf. Dr. Streit, wer ihn kennt, wird wissen, dass das nie gut gegangen ist. Sein kann, wie er das gemacht hat. Und die Frau Dr. Finke, der habe ich Schlimmes aus dem Leben von meinem geschiedenen Mann anvertraut und ich war auch ehrlich zu ihm, habe ihm das gesagt und vielleicht hat er Angst bekommen, was ich noch alles erzähle. Auf jeden Fall hat er mich irgendwann geholt als angeblicher Befreiungskämpfer, aber nicht in die Freiheit, sondern in psychiatrische Gefangenschaft zu Hause. Und zwar hat er mich noch in einer Praxis vorbeigefahren, ehe mich überhaupt heim hat. Und da bin ich dann gespritzt worden, was das heißt. Mein Hausarzt hat mir das später so erklärt, wie die Menschen, die auf der Straße umherirren. Natürlich, die brauchen auch etwas anderes.